Hi, mein Name ist Lisa. Schön, dass Sie bei uns in Learn Dives eingeschaltet haben. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer E-Learning-Online-Schulung teilzunehmen. Hallo, mein Name ist Willi und wir schauen uns heute jetzt ein wenig die Rebranding und Unternehmensinformation in Zoodesk an. Unternehmensinfos bestehen aus dem Logo und ein paar generellen Einstellungen. Zugehörig gibt es die Rebranding-Einstellungen, dazu gehört auch nochmal das Favicon zusätzlich zum Firmenlogo. Man kann auch in Zoodesk mit eigenen Domänen arbeiten. Man kann auch mit Multibranding arbeiten. Das heißt, man könnte dasselbe Ticketsystem für verschiedene Brands im Unternehmen verwenden.